Ja Leute, willkommen zu einem neuen Contract und ich werde euch gleich erstmal von vornherein was aufs Brot schmieren und zwar, das ist kein hundertprozentiger Plus Minus Null oder nur Gewinn-Contract. Ihr seht, wann ich das letzte Video hochgeladen habe und ich weiß, dass ich auf dem Kanal hier immer Videos veröffentlichen wollte, wo bei den Contracts das immer der Fall ist. Aber es ist einfach meistens nicht möglich und damit ich in regelmäßigen Abständen auch mal ein Video hochpacken kann, werde ich jetzt Contracts machen, die eine sehr hohe Prozentchance an Gewinn aufweisen. Also das heißt auf jeden Fall so um die 75%, sage ich jetzt mal, und mindestens und höher. Also 75 ist schon die Untergrenze, weil ich will ja nicht, dass ich selber großartige Chancen des Verlustes einfahre und ja, deswegen mache ich das jetzt so. Und das wird das erste Video sein, wo ich mit Float Values gearbeitet habe und wollte eigentlich ursprünglich ein Phoenix Update, also Upgrade machen, ein Phoenix Contract, habe mich aber dazu nochmal umentschieden. Aufgrund dessen, dass ich mich bei den Float Values nicht verrechnet habe, aber es falsch angegangen bin, das erkläre ich auch gleich nochmal in der Cash Money Float Tabelle, die jetzt übrigens ein neues Aussehen hat. Und ja, deswegen habe ich mich noch dazu entschieden, einen 0,2K-Skin dazu zu packen, um die Chance des Verlustes etwas abzudämpfen. Aber das sei jetzt gesagt in der Cash Money Float Tabelle und dann sehen wir uns gleich zum Contract wieder. Bis gleich! Ja, willkommen in meiner neuen Cash Money Flow Übersichtstabelle. Wenn man sich erstmal reingefuchst hat, ist das hier definitiv eine bessere Alternative mit viel mehr Informationen und trotzdem komprimiert auf sehr übersichtlichen Inhalt. Das geht über die Seite CSGO Exchange und den Link findet ihr hier. Und diese Seite ermöglicht quasi aus dem Inventar ausgewählte Waffen als Contract zu simulieren und zeigt dann die dementsprechenden Resultate an, die dabei rauskommen können. Hier seht ihr, dass ich 6 Minimalware-Waffen reingepackt habe und 4 Field testet. Ich habe, wie schon vorher erwähnt, mit den Float Values gearbeitet und habe natürlich gefailt. Ich habe sie natürlich richtig berechnet, aber ich habe den Fehler gemacht, ich habe es nicht für eine Waffe getan. Also ich habe es nur für eine Waffe getan, nicht für alle. Kurze Erklärung. Ursprünglich wollte ich, wie ich es am Anfang gesagt hatte, reinen Phoenix-Contract machen, also Phoenix-Case-Contract. Und dadurch, dass ich mich aber mit den Float-Videos etwas vertan habe und Leute mehr Nervenkitzel mögen, habe ich noch zusätzlich aus meinem bisherigen Inventar einen Skin reingepackt aus der Chroma-2-Case-Collection, um halt einfach bisschen mehr Nervenkitzel mit reinzubringen und eventuell den herben Verlust auszugleichen mit ein bisschen mehr Variation. Hier seht ihr jetzt, ich habe Skins im Wert von 2,46 € reingehauen und was wir rausbekommen können, sind halt 4 Waffen aus der Phoenix Collection oder 4 Waffen aus der Chroma 2 Collection. Die Prozentanzeigen könnt ihr hier schön ablesen, jeweils 23%. Oder jeweils 3% aus der anderen Chroma 2 Case Collection. Ja, nochmal kurz zu dem Geschichtchen, was habe ich denn hier falsch gemacht bei der Float Value Berechnung. Ihr solltet für jeden Skin, der rauskommen kann, die Werte nochmal separat berechnen. Das habe ich nämlich nicht getan. Ich habe es nur für die MAC 10 Heat gemacht und die Float Value stimmt ja auch. Die ist Minimal Wear, aber dadurch, dass die anderen Waffen aus der Phoenix Collection andere Float Values haben, habe ich natürlich andere Grades rausbekommen und das liegt daran, dass die MAC 10, wie man hier sehen kann, wirklich von Factory New bis Battle Scared komplett von 0,0 bis 1,0 möglich ist, also die Float Value. Und zum Beispiel der SG553 seht ihr hier, die fängt bei 0,1 an und geht bis 0,6. Die Farmers fängt bei 0,1 an, geht bis 1,0 und die USPS geht von 0,0 bis 0,38. Und das ist einfach der Grund, weshalb ich hier andere Werte rausbekomme. Also andere Grades. Und das wirkt sich auch auf die Grades von der Chroma 2 Collection aus. Aber
wie gesagt, dadurch, dass ich es ein bisschen kompensieren wollte, da habe ich einfach den einen Skin mit dazu gepackt, weil retten konnte ich es jetzt eh nicht mehr. Und ja, jetzt gucken wir doch einfach mal, was mir der Gott des Glückes beschert und was dabei rauskommt. Ja, Leute, dann sage ich mal willkommen zurück zum Upgrade, zum Contract und ich hoffe einfach, dass es nicht die UMP wird. Es darf einfach nicht die UMP. 3% Chance, die UMP, ne? 3%. Ich will ja nichts beschreien, aber jeder sollte mein Glück mittlerweile kennen. Und es ist die USPS Guardian! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Es ist wirklich mit 23% die USP Guardian geworden. Und sie ist in Factory New. Wir haben Gewinn gemacht. Wir haben einfach mal Cash reingeholt mit dieser unglaublich schlechten Chance, irgendwie was zu reißen. Danke, Lord. Vielleicht sollte ich mich jetzt umbenennen, dass ich der Lucky Boy bin und nicht mehr der, der immer Pech hat. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Contract wieder. Bis dann!